Das eine sind die sogenannten Spacefaring Nations, das sind raumfahrtbetreibende Nationen. Da zählt man so Länder dazu, wie zum Beispiel China, Indien, natürlich USA, Russland, aber auch Europa. Aber dann gibt es eben auch Länder, die kleinere Beiträge leisten zur Raumfahrt. Da gibt es innerhalb von Europa viele und aber auch in anderen Bereichen in Afrika oder in Südamerika. Und ich halte es für wichtig, da Raumfahrt so eine erdumfassende Aktivität ist, dass man wirklich Projekte auch überlegt, neben den Projekten, die vielleicht national sind. Die nationalen Agenturen haben ihren Stellenwert, europäische und spezielle Missionen im bilateralen oder trilateralen Verhältnis, dass man eben auch ein Konzept hat, wie kann man denn eine möglichst breite und wirklich nicht von vornherein begrenzte Anzahl von Nationen zu gemeinsamen Projekten so führen, dass sie auch sichtbar sind. Das ist nämlich Voraussetzung. Also es geht nicht nur einfach, dass sie dabei sind, sondern müssen auch sichtbar sein. Das halte ich für einen richtig hohen Anspruch. Und dann würde ich an keiner Grenze Stopp machen. Das, wie gesagt, es hat sich gezeigt, dass Wissenschaft und Forschung immer in der Lage ist, irdische Grenzen zu überschreiten. Und auch in Krisenzeiten oder auch in Zeiten, in denen wir politisch oder mit unseren Werten Schwierigkeiten haben mit einem anderen Land, ist Isolation dieses Landes aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort. Jedenfalls nicht im wissenschaftlichen Bereich. Das kann politisch anders bewertet sein, aber im wissenschaftlichen Bereich halte ich es für wichtig, dass man dort immer weiter zusammenarbeitet, um auch für eine Zeit nach einer Krise gerüstet zu sein. Ich hatte schon vor Jahren, als ich gefragt wurde, da gab es eine Kommission von Obama, Präsident Obama, und da hat er gefragt, wie geht das weiter mit, also die Kommission hat gefragt, wie geht das weiter mit der ISS, und da habe ich gesagt, man sollte auch überlegen, ob man auch schon die ISS öffnen kann für Länder wie Indien oder China. Und die Amerikaner hatten zu dem Zeitpunkt größte Bedenken mit China, und ich habe auch Bedenken bezüglich Intellectual Property Rights, also Schutzrechten. Natürlich sehe ich auch Werte wie Menschenrechte und so etwas als etwas Wichtiges an. Aber noch einmal, ich halte es für richtig, auch Projekte, Missionen zu überlegen, die wir wirklich mehr öffnen. Und da kommt übrigens der ESA vielleicht eine zentrale Rolle zu und auch Deutschland. Denn wir sind da gut positioniert als Mittler zwischen den Welten, sage ich mal so. Ja, also wir haben Europa nicht nur geografisch, sitzen wir zwischen den Blöcken, die ja in der Form gar nicht mehr Blöcke sind. Und wir sind aber auch in der Wissenschaft und in der Wirtschaft verknüpft mit vielen Ländern. Also Europa und Deutschland insbesondere können dann eine Mittlerrolle einnehmen, und das würde ich gerne unterstützen. Aber als überzeugter Europäer. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man als Chef einer Einrichtung agiert, und das werde ich sein als ESA, das bin ich auch beim DLR, dann ist es nicht der richtige Weg, nur einfach zu sagen, was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr. Das ist eine übliche Methode, die halte ich für kritisch. Sondern ich halte es für richtig, dass man einfach mal einen Stein ins Wasser wirft, dann aber auch mutig genug ist, im Zweifel zu sagen, okay, ich sehe, ihr habt eine bessere Idee. Diese Idee einer Mondbasis, die habe ich darauf entwickelt, dass ich sage, was ist gut an der ISS? Gut an der ISS ist die internationale Kooperation, und was ist nicht ganz so gut, dass sie so begrenzt ist und dass sie sehr stark auf die astronautische Raumfahrt ausgerichtet ist und nur stückweise jetzt auch robotische Aktivitäten dort anlanden, aber immer doch ziemlich teuer, weil eben dieser Schutz auch der ISS wichtig ist. Und daraus ergab sich dann die Überlegung, die Amerikaner wollen unbedingt zum Mars, das wird noch eine ganze Weile dauern, die wollen bemannt zum Mars oder mit Frauen, ist egal, also astronautisch. Und ich habe gesagt, der Mond ist eigentlich ein ideales Objekt, da können viele hinfliegen, ohne dass sie voneinander massiv abhängig sind, und man könnte dort eben verschiedene Fähigkeiten zusammenführen, und das ist dann eine Mondbasis, oder ich habe ja auch gesagt Moon Village, was man sich nicht so vorstellen sollte wie 5 Häuser, eine Kirche und ein Bürgermeisteramt, sondern das, was ein Dorf ausmacht, sind ja, dass ganz unterschiedliche Leute im Dorf zusammen sind. Und so war das hier gemeint, dass ganz unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen, wie robotische Raumfahrt vielleicht von dem einen, zum Beispiel von Deutschland auch,
Und astronautische Raumfahrt dann eben eher zum Beispiel von den Amerikanern oder den Chinesen oder den Russen, weil die eben die auch die Transportmöglichkeiten dafür haben. Also die Vielfalt in einer, an einer gemeinsamen Stelle zusammenzuführen, dann neue Wissenschaft zu realisieren. Der Mond ist weiterhin wissenschaftlich hochspannend. Die Frage der Nutzung der Ressourcen dort, und zwar nicht, um sie wieder nach, zur Erde zu bringen, wer das will, kann das auch machen, aber wenn wir tatsächlich mal zum Mars fliegen wollen, dann wäre es nicht vernünftig zu sagen, wir fliegen alles zum Mars, was wir da brauchen und fliegen es wieder zurück, sondern sollte man den Mars nutzen und das kann man ideal, die Techniken dafür kann man ideal auf dem Mond entwickeln. Der Mond, ich hatte ja sogar noch konkret die Mondrückseite angesprochen, ist aber auch spannend, um zum Beispiel ein großes Teleskop aufzubauen mit den Materialien des Mondes, ein Teleskop, um in die Tiefen des Universums zu schauen. Also es ist Grundlagenforschung, es ist angewandte Forschung, es ist Technologieentwicklung, aber vor allen Dingen auch internationale Kooperation. Das versteckt sich hinter diesem Begriff. Wenn einer mir ein besseres Projekt sagt, das die Bedingungen einhält, bin ich sofort bereit zu sagen, okay, let's go. Ich glaube, es ist eben, das große, Großartige ist an diesem Projekt auch, es ist absolut modular. Es braucht eben nicht erst eine Mindestgröße. Die ISS brauchte, damit sie dort ist, wo sie jetzt ist, eine Mindestgröße. Ja? Ein solches System, wenn man es sich vereinbart, kann ganz klein anfangen und kann beliebig modular aufbauen. Also ich glaube, gerade der Kostenaspekt spricht für das Mondprojekt. Aber wie gesagt, wenn jemand, und übrigens auch private wie öffentliche Mittel können da genauso reinfließen. Also Herr Bigelow sagt ja immer, er will auch ein Hotel auf dem Mond bauen. Könnte das dann damit einbringen? Also ich glaube, gerade das spricht für das Mondprojekt. Deshalb sage ich, wenn einer ein besseres Projekt hat, das Bessere ist des guten Feind, freue ich mich. Also nicht nur so, dass ich sage, schade, ich habe nicht die beste Idee gehabt, sondern ich drehe das sogar um. Wenn die Idee besser ist, dann prima. Aber wir brauchen Ideen. Also die Amerikaner haben ja auch ähnliche Pläne, die muss man jetzt nur einfach nochmal ein bisschen zusammenführen. Die haben ja auch den Mond nicht abgeschrieben. Die Amerikaner sagen häufig, sie wollen zum Mars, aber der Mond ist für sie auch eine Entscheidung. Also der Mond ist für uns natürlich auch in der Diskussion mit den Amerikanern ein zentraler Punkt. Also es geht nur, wenn die anderen Länder das auch wollen und wir sind dann vielleicht sogar nur Follower. Wenn man diesen Mondgedanke, nehmen wir mal an, man wolle diesen Mondgedanken machen, dann muss man in den nächsten Jahren anfangen, das vorzubereiten. Wir haben noch mit der ISS jetzt vielleicht 10 Jahre vor uns. Europa hängt da sogar noch ein bisschen. Wir haben nur 5 Jahre bisher sichergestellt. Also wenn wir das wollen, dann müssen wir bald anfangen. Und dann gibt es nicht einen Zeitpunkt, in dem das fertig ist, sondern das wäre eben durch diese Modularität auch beliebig erweiterbar. Wenn man zum Mars will, dann muss man vorher überlegen, was man dort will. Nur hinzufliegen ist einfach. Hinfliegen und zurückkommen ist schon viel schwerer. Und wenn Sie dann auch Leute hin und zurück, gesund hin und zurück haben wollen, dann muss man einfach feststellen, die Technologie und so weiter haben wir heute nicht. Wir können nicht verantworten, jemanden loszuschicken auf eine Reise, die insgesamt 2 Jahre dauern würde. Also die reine Flugzeit ist kürzer, aber wegen der Konstellation Erde-Mond. Erde-Mars dauert die Reise 2 Jahre oder bis zu 2 Jahren. Wir können mit unserer heutigen Technologie nicht verantworten, dass jemand nach einem Monat oder egal wann schwer krank wird und diese Reise nicht mehr übersteht. Das wäre ethisch nicht vertretbar. Deshalb müssen wir da auch noch neue Technologien haben. Und ich kann Ihnen beim besten Willen nicht sagen, wann das sein wird. Ich sage nur, innerhalb der nächsten 30 Jahre wird das nicht der Fall sein. Ich kann nur die Negativaussage machen.